Herzlich willkommen hier bei Myst Survival. Zwischen Frühstück und Gänsebraten heißt heute die Sendung. Wir haben gestern dieses wunderschöne Haus hier gefunden und haben den Umzug schon mal erledigt. Also von der Zwei-Zimmer-Wohnung oder von dem Zwei-Zimmer-Häuschen sind wir jetzt schon umgezogen. Also ich habe das gestern alles mal rumgebracht. Und das Wichtigste ist natürlich, ich habe ein Bettchen gebaut, dass wir hier schlafen können. Was ich heute vorhabe, ist Folgendes. Also hier steht mein Bett. Ja. Ich habe das Zeug, was in der anderen Hütte war, hier schon soweit einsortiert, habe nur ein paar Kleinigkeiten zurückgelassen. Was habe ich heute vor? Ich will das andere Auto finden, wo wir in der ersten Folge schon mal angefangen haben zu reparieren. Weil hier steht nämlich noch mal eins. Und hier habe ich jetzt schon einen Motor drinne, zwei Räder dran und 12 Liter Benzin drin. In dem anderen Wagen hatten wir zwei Räder ran montiert, die will ich holen und Zündkerze. Weil dann fehlt uns nur noch eine Batterie und dann müsste die Karre eigentlich laufen. Wir wissen zwar noch nicht so genau, aber ich denke mal, die sieht nämlich ja nicht so schlecht aus hier. F-Drive. Das geht natürlich noch nicht, weil der da noch was fehlt. Ne? So, hier ist auch leer. Ihr habt gesehen. Ich habe hier einen Kanister gefunden. Mit dem kann man bei den ganzen Autos, die da rumstehen, den Sprit abzapfen. Und jetzt müssen wir was essen, habe ich gesehen. Das ist übrigens so eine Geschichte mit dem Essen, wo da dann wahrscheinlich doch irgendwann mal knapp wird. Hier habe ich eine Kartoffel gefunden. Also ich muss mir da mal Gedanken machen wegen einem Kochstelle. Weil auf die Dauer wird man da wahrscheinlich nicht genug finden. So. Hunger ist nicht wirklich gestillt, großartig. Nur ja. Ich meine, jetzt ist 14:15 Uhr, lohnt tut sich das jetzt natürlich auch nicht mehr, noch so eine relativ weite Strecke zu laufen, glaube ich. Vielleicht laufen wir so lange hier noch ein bisschen rum. Und gucken mal, was da so in der Gegend hier so gibt. Habe ich gestern zwar auch schon gemacht und habe da so Hütten gefunden. Da hinten sieht man da vielleicht noch nicht. Ich laufe mal rüber. Da hinten stehen so Hütten. Da waren auch die. Also in zwei Hütten war jeweils ein Mombi drin. Wasser, weiß ich nicht, ob man da trinken kann. Die habe ich töten können, weil ich habe hier so ein bisschen Munition gefunden für unser Maschinengewehr. Habe ein paar Patronen für die Pistole und das dürfte eine Pumpgun sein. Habe ich jetzt noch nicht mitgeschossen. Oder eine normale Gewehr. Auf jeden Fall sind da 6 Schuss drin. Ist ja auch so ein bisschen eine Rarität hier, Munition zu finden. Aber mehr Sorgen mache ich mir langfristig über Wasser, also zu trinken und zu essen. Die Häuser da, die habe ich alle eigentlich schon soweit untersucht. Es hält sich alles in Grenzen, was man so findet. Auch in Schränke, die sind meistens leer.
Ja, in allen drei Häusern war ich schon drin. Eins, zwei, drei, ja. Leider meistens leer. Also man findet nicht wirklich sehr viel. Aber es ist ja ein Survival, das heißt ja, man baut sich Zeug. Man muss dann wohl jagen, aber was jagt man? Außer Bären habe ich jetzt noch nichts gesehen hier. Aber irgendwie wird es schon funktionieren. Jetzt gucken wir mal nochmal nach. Sechs von den Stöcken und sechs Steine. Mal gucken, ob wir da sechs von zusammenkriegen, dass wir hier eine Feuerstelle bauen. Jetzt weiß ich natürlich schon wieder nicht mehr, wo ihr alles Zeug verstaut habt. Hier ist nichts dabei. Hier nicht. Streichhölzer werden wir mal einstecken. Einmal. Ihr seht, ich habe noch ein paar Rucksäcke gefunden. Da fehlen bloß noch drei Plätze. Und dann ist Inventar quasi komplett befüllbar, sage ich mal. Da sind die ganzen Werkzeuge drin. Da ist hier nicht. Salz und Medikamente zu trinken. Naja, ihr seht, drei Flaschen Wasser. Zweimal ein halber Liter. Also, es ist nicht genug. Zu essen genauso. Ja, zwischen Frühstück und Gänsebraten mal eben eine Mist-Survival-Folge reingeballert. Ist live. Alles live. Und wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, die war hier mit dem Sedut zusammen gemacht haben. Da sind drei davon. Ah, das reicht ja nicht. Da muss irgendwo mehr sein. Hier sind Steine. Pack mal die Steine ein. Und Stecker müssen wir dann wohl noch suchen, wenn da die einzigsten sind. Ich habe Charcoal gefunden. Crafting-Material, ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Naja. Schränke müssen wir auch noch ein paar bauen und wir müssen die Garage. Ja, aber das ist jetzt alles mal nebensächlich für heute. All dieweil Feuerstelle errichten, einen Grill drüber bauen. Solange, hier ist ein Stöckchen, solange der Tag noch ist und nächsten Tag laufen wir dann los in Richtung Auto, dem anderen Auto. Wie viele Stöcke brauchen wir denn noch? Zwei. Am besten unter Bäume. La la la, keine Stöcke. Ist immer so, wenn man es braucht, findet man nicht. Na, ein Steinchen. Hier habe ich hier hinten habe ich auch schon alles abgesucht soweit. Und zwar so eine Art Armeezeltlager. Wartet mal. Und da hinten sieht man wieder, da ist so ein Lattenzaun. Da ist Spiel- oder Kartenende.
Also so großräumig ist das hier mal gar nicht. Ja. Da hinten ist schon wieder Schluss. Also drei Enden haben wir hier schon gefunden in dem Spiel. Eins fehlt noch, da kommen wir ja momentan noch nicht dran vorbei, da wo die Banditen hocken. Also es geht eine Straße in drei Richtungen und in der einen Richtung, da steht das Haus von den Banditen. Wer in so einen anderen Teil schon mal reingeguckt hat, der sieht das, was ich meine. Das sehen wir nachher auch noch mal, wenn wir hier ist noch ein Stock. Sehen wir nachher auch noch mal, wenn wir am nächsten Tag dann loslaufen. Also Stöcker sollte man schon immer mitnehmen. Aber ich bin halt meistens immer am Rennen. Ein Stick. Ja, mit den Dingern weiß ich noch nicht, was ich mit anfangen soll. Man sollte sich auch nicht verlaufen, ne? Ja, hier ist schon alles rausgesammelt. Bei dem da. So, jetzt können wir eine Feuerstelle bauen und für einen Grill sollte normalerweise Material vorhanden sein. Ja, siehst du? Ich sag's ja. Wenn du deine Stöcker schon zusammen hast, dann liegen sie rum wie Sand am Meer. So, jetzt stellen wir mal hier irgendwo einen Grill auf. Ja, machen wir hier vor der Haustür. Was soll's. Also die Feuerstelle. Okay, jetzt kommt dann der Grill. Müssen wir gucken. Ah, das müssten wir alles da haben. Den Hammer müssen wir einstecken. Entweder einen Grill oder einen Cooking Pot. Weiß auch nicht. Kann man in einem Cooking Pot vielleicht Wasser abkochen? Aber andererseits gibt es ja dafür ein Wasser. Irgendwas. Wahrscheinlich wird man Wasser damit reinigen. Einen Eimer habe ich noch nicht mal. Hier kann man Wasser drin sammeln. Ja, irgendwie wird man sich da Gedanken drüber machen müssen. Das ist ein Trockengestell zum Trocknen von Nahrungsmitteln. Ach, guten Morgen, Sedrit. Schön, dass du mal reinschaust. Gut, also das Zeug holen. Das war hier irgendwo in der Küche. Hier nicht, da nicht, hier. So, weiß nicht mehr wie viel. Packen wir mal ein. Ja. Für den Grill langt das. Da müssen wir mal wieder Bären schießen, ne? Kommt da drüber. Ach so, der Hammer fehlt. Da fehlt mir doch der Hammer. Hier irgendwo. Da ist der Hammer. Den müssen wir da reinmachen.
Jetzt hämmern wir das Ding da zusammen. Jetzt ist noch die Frage. Unten muss Holz rein. Da kommen also Streichhölzer rein und hier vielleicht Blätter. Also Streichhölzer haben wir da schon mal drin. Wo waren der andere Kram? Stecken wir mal Blätter ein. Und vielleicht hier so ein Holzgelumpe für unten. Passt. Nee. Blätter? Nee. Was muss ich hier bei Tinder reinmachen? Was kommt hier rein? Was ist ein Tinder? Das fehlt mir noch. Ja. Was könnte Tinder sein? Ein Zünder. Irgendwie. Zeug, wo brennt. Was ist das? Boze. Was ist Boze? Bandagen kann man damit machen, heißt's. Vielleicht kann man ja auch das zum Zünden benutzen. Nein. Hier haben wir noch mehr von dem Holzzeugs. Das können wir ja hier wieder reinmachen. Blätter gehen nicht. Das geht nicht. Benzin? Wohl kaum. Biofüll. Gucken. Auch nicht. Nicht nischt. Kann man nichts machen. Ich weiß noch nicht, was Tinder ist. Und ich hab's vielleicht auch noch gar nicht. Tinder, Tinder, Tinder. Muss ich vielleicht mal. Vielleicht mal googeln, was Tinder ist. Was das überhaupt heißt. Vielleicht so ein Stoff hier. Could be used to repair clothes or craft many items. Also ist eher zum Craften und zum Reparieren. Was ist das? Ups.
Tja, solange man nicht weiß, wie man Feuer anmachen soll. Wie soll man da überleben? Tinder würde ich jetzt vielleicht so sagen. Sowas wie ein Zinder. Also so ein, so trockene Blätter. Tja, kommt man nicht weiter momentan in Sachen Feuer. Gut, wie spät haben wir es? 17 Uhr. Naja, ich würde sagen, wir hauen uns hin. Fünf, sechs, sieben, mal sehen. Schöne 14 Stunden durchschlafen. Okay. Der ist wach geworden, hat Hunger. Mist. Liegt da jetzt eine Küche runter, Latsche. Draußen ist, glaubt der Teufel los. So ist. Schnell schlafen. Scheiße. Jetzt kommen die hier rein. Jetzt können wir nicht mehr schlafen. Mist. Ja, jetzt wissen wir, warum das Spiel so heißt. Ist denn jetzt hier jemand drinne oder? Hier oben kann keiner sein. Hier hat einer das Brett kaputt gemacht. Ist hier jemand eingestiegen? Da ist auch kaputt. Verflixt und zugenäht. Naja, vielleicht können wir jetzt schlafen wieder. Halb vier, halb fünf, halb sechs, halb sieben. Das darf doch nicht wahr sein. Das hatte ich ja jetzt so noch nicht. Machen die alles kaputt? Drinne ist keiner. Meine Güte. Nägel, Nägel. Nee. Nägel. Grusel, Grusel. Und
gerade zwischen Frühstück und Gänsebraten. Das war jetzt nicht der Plan. Da sind die Bretter, aber nur drei. Können wir da rasch irgendwie welche machen? Aus dem, da braucht man vier. Oh, hallo Stefan. Schöne Weihnachten. Machen wir mal hier schnell zu. F. Immer F drücken. So, hier ist repariert. Hierfür reicht es nicht. Fehlt ein Brett. Ja, vielleicht können wir wieder ein bisschen schlafen. Halb vier. Halb fünf, halb sechs, halb sieben. Mann. Wo sind die? Zum Glück nicht im Haus. Und die haben es wieder kaputt gemacht. Ich muss unbedingt Holz besorgen. Hier ist auch kaputt. Ah, jetzt habe ich so heiß gemacht, ne? Scheiße. Scheiße sagt man nicht, ich weiß. Wenigstens ein Stündchen schlafen? Nee, nicht machbar. Wo sind die denn? Hört man das bei euch auch so? Dieses Beißen, wie wenn jemand mit Zähne klappert? Also hier ist alles sauber. Hier kommen die ja auch nicht hoch. Kommen die nicht durch Fenster? Schade um die Patronen, Mensch. Wollt ihr eigentlich sparen? Hier noch einer? Ja. So, kann man jetzt wieder ein bisschen schlafen. Weil repariert kann ich es nicht. Ich habe nicht so viel Holz. Komm, lass mich 3 Stunden schlafen.
Gott sei Dank. Ende vom Lied ist, alles ist kaputt, die Fenster sind kaputt und wenn die kaputt sind, dann kann man nicht schlafen. So, jetzt gucken wir mal. Man kann die Mompis auch noch loten, ne? Was ist das? Ja. Aha, interessant. So, die drei, mehr hat es nicht gegeben, oder? Okay, naja, mal sehen, ob wir Holz irgendwie zwischendurch finden. Da müsste noch einer liegen. Da raucht es so schön. Ja. Eine Kartoffel hat er dabei. Und noch eine Kartoffel. Da können wir ja bald Pellkartoffeln machen. Ah, da nicht nochmal einer. Ah, das ist auch nicht schlecht. So, gut. Genauso blöd läuft es halt hier in dem Spiel, wenn jetzt angenommen Nebel kommt. Dann kommen die Mompis auch, ne? So, die Kartoffeln. Die stapelbare Kartoffeln. Also bei mir in der Schublade gehen die zu stapeln. So, dann haben wir den Blätterkrusch und alles, dann können wir alles wieder loswerden. Die Nägel machen wir mal hier hin, die passen da irgendwie mehr. Und dann hatten wir, glaube hier, ja, die Medis. Steine. Hier nicht, das war da. Da machen wir die Steine hin. Blätter und das hier. Oh, mal eine unterste Schublade. Klebeband gibt es schon irgendwo. Aber egal jetzt. Muss jetzt noch was zum Essen einpacken, noch was zu trinken. Wie gesagt, viel ist da nicht mehr. So. Müssen unbedingt Holz finden zum Reparieren. So, dann laufen wir mal los. Wie gesagt, wir wollen zu dem anderen Auto. Okay. Nur 300 Gramm Salz, wa? Oder was ist das? Also die Straße rechts lang. Schon leer. Und bevor dann auf der rechten Seite das Häuschen kommt, müssen wir irgendwie in die Büsche. Weil zur rechten sind Bandidos. Und die schießen. Die schießen sofort, die fackeln nicht lange rum. Deswegen gehe ich hier schon so ein bisschen hoch und gehe der ganzen Sache aus dem Wege. Ich kann euch kurz noch mal irgendwie vielleicht von Weitem zeigen, was ich meine.
Dafür wollte ich eigentlich Munition sammeln, um da mal anzugreifen. Da. Fernglas habe ich leider nicht. Da sind mindestens drei Banditos. Und die haben richtig schwere Bewaffnung. Und in die Richtung war ich jetzt auch noch gar nicht unterwegs. Ich muss jetzt in die Richtung, weil hier müsste ungefähr in die Richtung das Auto stehen. In die Richtung geht es zur Tankstelle und zum Motel und zu unserer Zwei-Zimmer-Hütte. Ja, und in die Richtung müsste das angefangene Auto stehen, was wir angefangen haben zu reparieren. Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist natürlich Nebel. Kanister habe ich dabei. Ja, das ist also eine der alten Unterkünfte. Oha. Oha, hier ist ja noch Zeug drin. Okay. Eieiei. Hahaha. Habe ich ja nicht mehr gewusst. Naja. Unverhofft kommt oft. So, da ist ein bisschen Benzin drin. Reinstellen und rausholen. Hinten gucken, ob da was ist. Nicht. Ach, guck mal an, hier ist schon so was. Ha, hier kann man was kochen. Möhren, Kartoffeln und Big Animal Meat und Wasser. Haben wir gar nichts davon da. Okay. So viel Zeit haben wir immer nicht. Ah, guck an, hier sind 2,5 Liter drin. So. Weiter. Wie gesagt, der schlimmste Feind ist Nebel und Nacht. Da ist das Auto. Hier ist noch Benzin. So, hier haben wir schon mal dran gebaut. Und das bauen wir jetzt hoffentlich wieder ab, wenn es geht. Ja, geht. Dauert halt. Und nächste. So, dann kommen noch die Kerzen raus. Gut, dann fehlt uns bloß noch eine Batterie. Ich glaube, im Kofferraum haben wir auch irgendwas drin geschmissen, neulich. Ha, ha, ha. Ein Haufen Holz. Na wunderbar, jetzt können wir nach Hause. Und dann können wir Bretter machen.
Ja, jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Und werden unsere Fenster reparieren, können das Zeug ins Auto einbauen. Huch. Neunundzwanzig Grad. Oh, guck mal. Aber bringt mir nichts, wenn ich den schieße, weil ich kann auch kein Feuer machen. Den könnt ihr jetzt schön abschießen. Jetzt nicht mehr. Also es gibt auch Wild zum Schießen. So, jetzt müssen wir wieder rechts rüber, dass wir da gar nicht in die Nähe der Banditos kommen. Nee, da springen wir nicht runter. Der hat sich hier schon mal den Knöchel verstaucht. Dann kann er zwar Tabletten dagegen nehmen, aber dann kannst du ewig lange nicht mit dem rennen. Du bist eine Ewigkeit unterwegs. So, dann ist eigentlich sozusagen der Plan für heute schon mal erfüllt. Auto gefunden, einen Haufen Zeug noch im Schrank. Das war die erste kleine Unterkunft, die wir hatten. Im ersten Teil, ganz zum Anfang. Da haben wir den ganzen Kram reingesteckt. Ja, genau so war das. Den ganzen Kram reingesteckt, wo wir nicht mehr schleppen konnten. Eigentlich, weil die Taschen voll waren. So, also Räder ran. Dann kommt die Kerze rein. Und falsch rum. So, jetzt sind da 16 Liter Benzin drin. Es fehlt nur die Batterie. Und es wird neblig. Ah, Mann, ey. Naja. Wenigstens sind wir zu Hause. Ich weiß bloß nicht, ob wir da jetzt die Zeit über das schlafen können zum Überbrücken. Sehr neblig. Naja, wird besser. Ja, wird besser. Denke mal, wir können dann, müssen mal gucken. Ja, muss eine Säge in der Hand nehmen. Mist, ich hör's schon. Jetzt werdet ihr doch gleich verrecken. Es kommt doch die Sonne raus.
Die Nägel. Machen wir erstmal da, wo es geht. Viel. Die ganzen Nägel weg. Alle Nägel weg. Kann man Nägel machen? Mal gucken. Scheinbar nicht. Naja, das ist ja doof. So viel Nägel braucht man da, um so ein Fenster zu verrammeln. Ich habe 1, 2, 3 kaputte Fenster. Warum? Brauchen wir vielleicht 2 Hände, wa? Nee. Was ist denn mit der Säge? Wieso kann ich die nicht nehmen? Ach so. Verstehe ich nicht. Hammer nimmt er. Säge nicht. Das ist sehr bedauerlich. Ich habe noch eine Säge. Schon wieder Hunger. Mann, 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 Mann. Ich habe hier jetzt so viel Kram durcheinander im Rucksack. Das muss erstmal einer aufräumen. Hier ist nochmal eine Säge. Da nochmal eine Säge. Naja. Zigarette? Kann man die vielleicht nehmen zum Feuer anmachen? Ne. Aber es gibt irgendwo gibt's eine Stelle, da steht so ein sowas hier, so eine Werkbank. Selber bauen kann ich mir die jetzt noch nicht, da habe ich nicht genug Holz, aber irgendwo stand eine Werkbank, da kann man sich Nägel herstellen. Und an so einer Säge kann man, das ist im Sägewerk, da kann man sich locker ganz einfach das Holz machen. Ja, so war das.
Weil ich kann das noch nie bauen. Ich habe die Materialien nicht. Und Strom haben wir auch nicht. Also gut. Jetzt ist eine. Macht man sich wahrscheinlich die Munition selber. Ja, mich stört es halt ein bisschen, dass sie nicht mal in Deutsch hier jetzt geschrieben ist. Weil ist nicht so gut in meiner Englisch. Ein meiste kann man ja erkennen, was sein soll, aber manche Sachen dann halt eben doch nicht, ne? Ach so, ich wollte ja gucken, ob da vielleicht noch ein paar Mombis rumliegen, die hier irgendwas haben für mich. Hier ist übrigens Garage. Da kann man das eben genannte Zeug, Werkbank und so weiter, kann man das da alles reinstellen. Und da kann man dann nachher auch später die Materialien lagern. Hier, schön geräumig. Okay, meine lieben Leute, ich werde mich darum kümmern, dass ich hier die Fenster zukriege und so weiter und so fort. Das mache ich alles offscreen. Und wenn es dann nachher nochmal um Erkundungen geht oder irgendwas Schönes, Spannendes, dann komme ich wieder live und zeig's euch. Und ihr dürft da dann dran teilhaben. Und ich bedanke mich bei euch. Und ich wünsche euch allen schöne Weihnachtstage noch, schönes Essen und sagt bis zum nächsten Mal, euer Exposito.